Hallo Leute, ich nehme euch diesmal mit ins Studio 67. Das Studio 67 soll eine Party-Location sein, die angeblich barrierefrei ist. Ich habe mit dem Patrick vom Studio 67 telefoniert und mir ausgemacht, ich schaue mal vorbei, um vielleicht einen Beitrag dazu zu machen. Und da habe ich mir gedacht, hey, nehme ich euch gleich mit. Marbacher TV. Und ich wollte es mir deshalb anschauen, nicht weil ich jetzt selbst dringend eine Party-Location suche, sondern weil es laut Homepage und die Bilder, die es da gibt, extrem fancy ist. Also wirklich sehr, sehr stylisch. Und sie sagen, es ist barrierefrei. Und wir wissen, barrierefrei heißt gar nichts. Das muss man sehen. Was man nicht mit eigenen Augen sieht, ist nicht barrierefrei. Nicht den weißen Hund, sondern die Rampe daneben. Ich sehe zwar einen kleinen Stufner, aber das ist das Studio 67. Servus. Okay, am Eingang gibt's eine kleine Stufe. Jetzt müssen wir nach unten knicken. Bitte? Knicken wir die Kamera nach unten, damit man die Stufe sieht. Noch ein bisschen andere. Man sieht hier, es ist ein kleines Stüfchen am Anfang. Aber das ist bewältigbar. Was passiert da gerade? Und für Heizbildung. Danke. Servus. Ruhe. Hallo? Wir haben offen Freitag, Samstag. Ganz normal von 20 bis um 4 Uhr. Okay. Und generell, aber trotzdem, die Bereiche werden im Vorfeld schon eigentlich immer reserviert und gemietet. Der hintere Bereich, also dieser Bereich, kann separat gemietet werden. Meistens sind Motto-Partys da, okay. Also macht man dann die Tür zu und dann kann man hier feiern, wie man das okay. möchte. Wir nennen das rechte Handseite, das ist die Bar-Lounge. Das ist Platz für ca. 30 Personen. Kann eben gemietet werden, beziehungsweise halt reserviert werden. Der Barbereich hinter dir ist für jeden zugänglich, weil das ist so quasi auch das Herzstück. Da geht dann gerne, egal von welcher Gesellschaft und welcher Reservierung, trifft man sich da, bestellt gerne da. Wir haben einen super guten Cocktailmixer, Barkeeper hier. Da sitzt man dann da und quatscht einfach nur. Einfach Laufkundschaft kommt hierher her und setzt gerne zusammen. Hier ist der Kristall-Lounge. Okay. Mit einer Liege-Lounge hinten. Das ist im Prinzip Platz für ca. 60 Personen. Entweder mit Städtisch-Mobilar oder Lounge-Mobilar. Heute siehst du das nicht, weil wir eine Vernissage haben. Das Ganze ist in den Keller. Also ist hier alles vollgestellt normal? Normal ist es. Nein, nicht alles. Nein, es ist, wie man es halt braucht. Ja. Also meistens haben wir hier in dem Bereich zwei Tische, zwei Lounge-Tische noch. Das heißt, es ist immer mit dem Durchgang die Möglichkeit. Lounge-Tische hast du niedriger. Lounge-Tische heißt ja nicht niedriger. Okay. In der Mitte immer zum Rollstuhleingang immer den Durchgang, auch für die Kellner und generell für die ganzen Gäste muss auch ein bisschen Platz sein. So, die barrierefreie Toilette ist in der Damentoilette. Ist leider nicht das alles ist, möglich gewesen. Das ist oft so. So.
Das wäre dann hier, das wäre die barrierefreie. Das hier. Da muss ich runterfahren, damit ich ein besseres Gefühl habe. Ist aber ein schmales Türchen, muss ich sagen. Kann sein. Ich meine, vielleicht muss man das verbreitern. Ach so, na, die geht schon mal mehr auf. Da gibt es ja einen Schlitz an extra, schau. Ach schon, stimmt, ja. Die geht ganz auf, ja. Weißt du auch den Schlüssel? Bitte? Weißt du auch, wo der Schlüssel ist dafür? Den hat der Patrick am Schlüsselbund. Da ist er gut aufgekommen. Ja, leider. Wir haben noch nicht offen. Also wenn wir nein, ist schon okay. Die Lese nämlich eh immer da. Okay. Aus. Ja. Super. Okay. Was macht der Sessel da? Steht der immer noch? Nein, das kann nur sein. Okay, weil der ist, der stört nämlich auch so mit dem Wendegeist. Okay. Außerdem ist es eh. Weil ich jetzt die Tür zumachen möchte zum Beispiel. Das ist schon knapp, ja. Probier's mal bitte. So. Außerdem nämlich, wenn man das jetzt aufsperren würde. Ja. Wird die Tür nach außen aufgehen, glaube ich. Ja, stimmt. Und dann war es nämlich ein richtiges Behinderung, oder? Da kommen wir nicht ein. Okay, gut. Also wie geht das weiter? Ja, ich hatte heute halt so eine totale Prüfung von eben jemandem, der damit. Ja, das baut halt, waren halt Leute, weißt du, die vielleicht auch gar nicht diese Probleme haben. Und wie habt ihr überhaupt barrierefrei das gemacht? Nein, das haben wir so eigentlich übernommen. Echt? Ja, das hat. Was war da drin? Ganz früher war es ein Belz-Geschäft. Dann hat es jemand so umgebaut, wie du es jetzt siehst. Der hat das aber leider Gottes wirtschaftlich nicht hinbekommen. Ja, der hat wirklich viel Geld da hineingesteckt, hat es aber nicht bewirtschaften können. Dann hat es jemand übernommen, der hat quasi eine homosexuelle Bar hier gemacht. Das hat auch nicht funktioniert. Ja. Und dann haben wir es übernommen mit eben mit einer Event-Location und haben es jetzt 4,5 Jahre und es funktioniert. Also so wie du das alles jetzt siehst, haben wir es eigentlich im Großen und Ganzen übernommen und eigentlich nur erhalten. Das ist so eine ganz kleine Lounge, Platz für circa, ich sage jetzt 30 Personen noch, bis 40 Personen. Das ist die intimste, es ist auch ganz leise nur Musik bespielt, das ist eher zum Zurückziehen. Wir haben meistens die Caterer oben. Wenn Weihnachtsfeiern sind, haben wir oben das Buffet stehen oder wenn irgendwie Produktpräsentationen sind, dass man oben vielleicht noch was ausprobieren kann im Kosmetikbereich, sich zurückziehen kann, Massagen, bei Brunch oder so. Cool. Ja. Ja, bin sehr begeistert. Ja, fein. Coole Sache. Kommt auf meinen Blog. Super. Ja, Leute, das war das Studio 67. Patrick war nicht da. Der Mann ist schlau. Er schickt die schöne Frau. So macht man das im besten Leben. Nein, aber im Ernst, es ist sehr überraschend. Diese Location, die ist natürlich nicht ausschließlich und 100% barrierefrei. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dort mal eine Party zu machen oder zu einer zu gehen. Wie gesagt, Eingang super, die Toilette etwas klein, aber wenn man die Türen ganz aufmacht, so wie es eigentlich gedacht ist, hat das schon was. Und ich muss auch sagen, ich glaube, da hat sich wer was überlegt, als er diese Toilettentür gemacht hat. Und ich würde jetzt eigentlich sogar interessieren, nicht ganz aufgeben, aber leider hat der Patrick den Schlüssel mit. Ist aber egal, es ist ein positiver Eindruck und wenn ihr in Wien als Rollstuhlfahrer mal eine Party-Location sucht, kann ich euch das Studio 67 wärmstens empfehlen. Bucht früh, damit ihr auch einen barrierefreien Platz kriegt. Und ich glaube, die Drinks sind schon etwas pricey, aber man feiert ja nicht jeden Tag, oder? Abonniert bitte meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.